ganz kurz nochmal einen groben Abriss zu geben, um was es heute geht. Das Ganze findet in Form eines Begleitprogrammes von der Ausstellung statt, die im Haus der Geschichte momentan ist, nennt sich Gier. Vor Ort. Deshalb haben wir uns quasi eine Alternative überlegt, dass wir einfach hier in Instagram eine kleine Live-Session starten. Bei der Ausstellung Gier geht es generell, wie der Name schon sagt, um das Thema Gier. Vor allem Dingen gibt es aber ja verschiedene Punkte, worum es da gehen kann. Zum einen kann man Gier nach Geld haben, nach Konsum, nach Wissen, aber auch nach Erfolg. Was mich so ein bisschen zu dem Thema, was mich betrifft, bringt, und zwar zu den sozialen Medien. Da ist das Thema Gier natürlich auch präsent. Und zwar Gier nach Anerkennung, nach Erfolg, nach Likes, nach Kommentaren. Werde ich aber auch später nochmal genauer dazu eingehen. In meiner Ausstellung, beziehungsweise in meinem Part der Ausstellung, geht es tatsächlich um mich, um meine Erfahrungen, die ich damals als Influencerin gesammelt habe. Dabei möchte ich allerdings jetzt auch so ein bisschen betonen, dass ich Ex-Influencerin bin. Das heißt, ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Und warum, weshalb, wieso, werden wir auch später nochmal dazu kommen. Ich würde jetzt einmal nochmal ganz kurz erklären, wie das Ganze jetzt hier abläuft. Es ist so, dass die Natalia, die ist eine Mitarbeiterin vom Haus der Geschichte, die hat sich auch hier mit einem anderen Haus der Geschichte-Account mit eingeloggt. Und sie wird mir jetzt gleich Fragen stellen und dann werde ich das so in einer Art und Weise als Interview sozusagen beantworten. Ihr seid natürlich auch immer herzlich dazu eingeladen, Fragen zu stellen. Könnt ihr natürlich zwischendrin machen. Es wird aber auch am Schluss nochmal 5 bis 10 Minuten Zeit geben, dass ihr mir Fragen stellt, die ich dann nach bestem Wissen und Gewissen beantworten werde. Ich würde sagen, bevor wir jetzt loslegen, stelle ich mich einmal nochmal ganz kurz vor, damit ihr auch wisst, wer hier vor euch sitzt und irgendwas erzählt. Und zwar, mein Name ist Katharina Weber. Ich bin mittlerweile 27 Jahre alt und ich war knapp 5 Jahre Influencerin bzw. im Influencer-Business. Und ja, ich hatte einen Instagram-Account mit knapp 40.000 Followern und habe da so ein bisschen tagtäglich von meinem Leben erzählt. So, das so viel zu mir. Und dann würde ich vorschlagen, können wir direkt loslegen mit den Interviewfragen. So, da ist auch schon die erste Frage. Wann und warum hast du begonnen, Instagram zu nutzen? Warum ist eigentlich relativ einfach beantwortet. Warum? Weil alle meine Freundinnen damals Instagram genutzt haben und ich es auch nutzen möchte, also klassischer Mitläufereffekt. Wann genau das war, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr genau. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr neu, Instagram. Also damals, wo ich mit eingestiegen bin, gab es auch die Story-Funktion noch gar nicht. Also es ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Was hast du gepostet und wie oft? Also ich habe eigentlich so ziemlich alles gepostet. Zum einen natürlich hauptsächlich über mich, also über Fashion, über Essen, über Travel, also wirklich über alles, was quasi in meinem Leben vor sich ging. Tatsächlich war aber schon der Hauptfokus im Beauty-Bereich, würde ich sagen, aber auch ein bisschen im Fashion-Bereich. Also das war schon so mein Steckenpferd, aber natürlich, wenn ich im Urlaub war, dann gab es natürlich auch viel Urlaubsspam. Von dem her, genau, das waren so meine Steckenpferde. Wie oft? Tatsächlich war es so, dass ich wirklich mindestens einmal pro Tag gepostet habe, was tatsächlich dann irgendwann mit der Zeit schon echt auch wirklich anstrengend war, aber da werde ich auch später nochmal zukommen. Jetzt habe ich schon hier 2 Fragen bekommen, und zwar, was würdest du im Nachhinein anders machen? Ich würde im Nachhinein anders machen, dass ich mir, glaube ich, vor allen Dingen auch am Anfang sehr gut überlegen würde, mit welchen Unternehmen ich Kooperationen eingehen würde und mit welchen nicht. Zur damaligen Zeit, wo ich das Ganze gemacht habe, war das so ein bisschen, ja, für alle neu, auch für die Unternehmen. Also auch die Unternehmen hatten keine Ahnung, wie man eigentlich mit Influencern zusammenarbeitet.
Und da gab es dann schon auch das ein oder andere Produkt, wo ich vielleicht jetzt nicht so zu 100% dahinter stand, es aber trotzdem beworben habe, weil es halt cool war. Ich habe ein Unternehmen, das mich gefragt hat, ob ich dafür werben kann. Und das würde ich definitiv im Nachgang jetzt anders machen. Genau, ich lese mal noch die nächste Frage. Welche Reaktion hast du auf deine Bilder bekommen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich fast ausschließlich positive Resonanz bekommen oder Reaktionen. Natürlich in Form von Likes, Kommentaren, aber auch natürlich Follower. Da muss ich auch im Nachgang sagen, bin ich sehr, sehr froh drüber, weil ich ja auch die ein oder andere Geschichte von anderen Influencern kenne, die wirklich mit Hate-Kommentaren und so Zeugs zu tun haben. Da bin ich Gott sei Dank weitestgehend verschont geblieben. Nichtsdestotrotz war es natürlich trotzdem so, dass man sich immer gefreut hat, wenn man ein Like bekommen hat oder auch Kommentare. Aber da werde ich auch später noch mal ganz kurz drauf eingehen. Dann ist hier eine Frage: Wie ist die Kooperation zustande gekommen mit Haus der Geschichte? Ist eigentlich ganz witzig. Eine Freundin, mit der ich im Urlaub war, der ihre Kollegin, die war Praktikantin beim Haus der Geschichte, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und so ist das Ganze dann zustande gekommen, weil die dann sozusagen von mir erzählt hat und die hat dann quasi das im Haus der Geschichte weitergeleitet und so kam das Ganze dann zustande. Genau, dann noch eine Frage: Fehlt es dir? Ich glaube, es wäre gelogen zu sagen, nein, es fehlt mir nicht. Mir fehlt es schon, ja, gebe ich auch zu. Zum einen natürlich auch so ein bisschen diese Interaktion mit den ganzen ja, Followern und aber auch natürlich den anderen Influencern, mit denen man ja auch immer in Kontakt stand. Und was mir natürlich auch fehlt, und da bin ich jetzt wirklich ganz ehrlich, sind einfach auch die kostenlosen Produkte. Also es war natürlich schon cool, wenn man dann irgendwie nach Hause kommt und da sind drei Pakete vor der Tür und man kriegt halt wirklich alles durch die Bank sozusagen umsonst. Mit am meisten Schmerzen tut mich tatsächlich der Friseurbesuch. Der ist tatsächlich mit so das, was ich am meisten vermisse. Aber im Großen und Ganzen geht es mir mit der Entscheidung sehr, sehr gut und ich bereue sie auch nicht. Mensch, da haben wir ja richtig viele Fragen hier. Wie kam es dazu, dass du aus dem Ganzen aussteigen wolltest? Gute Frage. Das Ganze war eigentlich so, dass ich im Urlaub war, in Mexiko tatsächlich, und das wirklich ein super, super schöner Urlaub war. Ich war auch, ja, mehr oder weniger entspannt unterwegs. Wir waren dann essen an einem wirklich schönen Strand, schönes Restaurant, Sonnenuntergang, Meerblick, also wirklich alles dabei. Und ich habe dann aber wirklich da das erste Mal bewusst gemerkt, dass ich es überhaupt nicht genießen konnte, weil ich die ganze Zeit im Kopf hatte, boah, ich muss jetzt noch das perfekte Sonnenuntergangsbild machen. Und ich habe auch noch drei verschiedene Produkte mit in Urlaub genommen, wo ich auch noch Bilder von machen muss. Und die muss ich übermorgen hochladen. Und ja, ich war auf jeden Fall unterbewusst sehr gestresst und habe mich auch selber da immer wieder unter Druck gesetzt. Und das war dann, wie gesagt, wirklich der bewusste erste Moment, wo ich gesagt habe, irgendwie so kann es nicht weitergehen, da muss sich was ändern. Bis ich dann tatsächlich meinen Account gelöscht habe, hat es, glaube ich, trotzdem noch fast ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann wirklich diesen Schritt gegangen bin. So, wie oft musstest du Bilder-Stories hochladen, um die Follower beizubehalten? Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich musste tatsächlich, also am Anfang war das Ganze noch nicht so dramatisch, weil damals Instagram auch relativ neu war. Es gab die Story-Funktion noch nicht. Instagram hat ausschließlich aus Bildern bestanden. Und da war es dann tatsächlich so, dass am Anfang weiß ich es tatsächlich nicht mehr genau, aber so um den Schnitt einmal pro Tag. Wenn ich es dann mal einen Tag nicht gemacht habe, war es nicht schlimm. Aber je mehr Funktionen auf Instagram ja, gelauncht wurden, also Beispiel Story-Funktion, die gab es am Anfang ja noch gar nicht, desto häufiger musstest du posten, weil dann natürlich Instagram auch den Algorithmus entwickelt hat. Der ein oder andere hat es vielleicht auch schon mal gehört.
Bei dem Algorithmus ist es so, der erkennt dein Profil, der erkennt, wie viel Aktivität auf deinem Profil herrscht. Und wenn du jetzt beispielsweise mal 2, 3 Tage nichts machst und dann nicht aktiv bist, keine Story hochlädst, kein Bild hochlädst, das ist jetzt nur ein Beispiel, dann erkennt der Algorithmus dich als nicht wichtig und schmeißt dich automatisch aus dem Algorithmus raus. Das bedeutet, wenn du 100, sagen wir mal, du hast 100 Follower, dann sagt der Algorithmus, okay, du hast jetzt 3 Tage nichts gepostet, du bist nicht so wichtig, deshalb sehen nur noch 50 deiner Follower deine Beiträge, wenn du in Zukunft postest. Das bedeutet, je mehr ja, Möglichkeiten auf Instagram geschaffen wurden, über die Reels, über Story, über Instagram TV, was es auch immer gibt, desto mehr musst du immer weiter aktiv sein, damit deine Follower auch überhaupt deine neuen Posts sehen. Oh Mensch, 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 ihr stellt so viele Fragen. Ich freue mich voll. Hast du als Influencer schon mal Hate Speech erlebt? Das hatte ich tatsächlich vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Ich bin davon wirklich weitestgehend eigentlich verschont geblieben. Klar gab es die ein oder andere Privatnachricht mit irgendwelchen ja, privaten Fragen, sage ich mal. Aber so prinzipiell wirklich ein offener Disput gab es eigentlich nie. Also wüsste ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Da es in der Ausstellung um Gier und Verlangen geht, wie wichtig war dir die Anzahl deiner Followerinnen und Likes? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich war es so, dass es am Anfang mir absolut gar nicht wichtig war, weil ich Instagram auch gar nicht begonnen habe, um Influencerin zu werden. Das hat sich dann alles so ein bisschen peu à peu mit der Zeit quasi ja, hochgeschaukelt. Wo ich dann allerdings so die erste Kooperationsanfrage bekommen habe von einem Unternehmen, wo ich dann auch so ein bisschen so Richtung Zehntausender-Marke gegangen bin. Da war dann so ein bisschen auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mir ist es eigentlich schon wichtig. Also ich will da schon vorankommen und ich habe mir persönlich immer das Ziel gesteckt gehabt, ich will 10.000 Follower erreichen, nachdem ich natürlich gemerkt habe, dass es nach oben geht, die Followerzahl. Und ja, als ich dann die 10.000 erreicht habe, war dann das nächste Ziel 20.000 und dann 30.000 und so weiter. Also ja, es war mir dann definitiv wichtig. Hast du jemals darüber nachgedacht, dir Follower zu kaufen oder hast du es sogar probiert? Auch sehr, sehr gute Frage. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht, aber einfach nur aus dem Grund, weil zu der damaligen Zeit, wo ich angefangen habe, war das noch gar nicht so im Kommen. Also da gab es es auch eigentlich noch so gar nicht wirklich. Oder es war auch nicht bekannt, dass es geht oder dass man das machen kann. Und dann, wo es quasi immer populärer wurde, wusste ich aber auch dann relativ schnell, dass es für Unternehmen teilweise wirklich easy ist, das rauszufinden, ob jemand Follower gekauft hat oder nicht. Es gibt mittlerweile verschiedene Plattformen, die das dir innerhalb von 2 Minuten herausfiltern können, ob jemand Influencer gekauft, Follower gekauft hat oder nicht. Deshalb nein, habe ich nicht gemacht, aber ich kenne tatsächlich den einen oder anderen, der es gemacht hat und damit bis heute ja, Profit schlägt, sage ich mal. Würdest du jetzt mit dem Wissen nochmal Influencerin werden? Ähnliche Frage wie gerade vorhin. Ich würde es nicht mehr machen wollen, weil es mir persönlich mittlerweile, da ich jetzt ja auch ein gewisses Alter erreicht habe, tatsächlich ein Stück weit zu privat wäre. Ich bin nichtsdestotrotz trotzdem immer noch gerne vor der Kamera. Mir macht es immer noch Spaß, Bilder zu machen. Mir macht es auch Spaß, sie zu bearbeiten. Aber ich glaube, ich würde es selbst mit dem Wissen jetzt nicht mehr machen wollen. Nein. Hattest du immer schon das Verlangen, bessere und schöner Fotos als andere hochzuladen? Auch sehr, sehr gute Frage, gerade auch auf das Thema Gier bezogen. Also schon immer hatte ich das Verlangen natürlich nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass es mit der heutigen Instagram-Welt mehr oder weniger schon wirklich dazu kam, dass man immer mehr, immer besser, immer toller, immer hübscher aussehen wollte. Einfach auch aus dem Grund, weil man so ein bisschen auch natürlich das Verlangen nach Likes, Followern etc. hatte. Was da auch noch ein guter Punkt ist, ist die Bildbearbeitung. Das hat auch einen sehr, sehr großen Teil meiner Zeit in Anspruch genommen. Also einfach nur mal so einen kleinen Wert in den Raum zu werfen. Pro Tag habe ich knapp 5 Stunden mit Instagram verbracht, mit Bildbearbeitung natürlich schon eingerechnet. Nur damit man sich das so ein bisschen ja, vorstellen kann. Aber ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, das Verlangen hatte ich schon immer nicht, aber es wurde
mit der Zeit immer mehr, dass man immer besser und immer toller und immer schöner aussehen wollte. Wie viel Zeit am Tag hast du auf Instagram verbracht? Wie hat sich das jetzt geändert? Okay, habe ich gerade tatsächlich witzigerweise schon beantwortet. Das hat sich jetzt in dem Sinne geändert, dass ich wirklich sehr, sehr viel weniger Zeit in Instagram verbringe. Ich habe hier vor dem Live-Talk mal noch ganz kurz meine Statistik angeschaut. Tatsächlich verbringe ich am Tag 20 Minuten in Instagram. Was sich vielleicht für den einen oder anderen immer noch viel anhört, wenn man aber selber mal seine Statistik anschaut, wird man wahrscheinlich feststellen, dass der ein oder andere sogar mehr Zeit verbringt, weil 20 Minuten gehen am Tag schnell. Wie viele Bilder musste man knipsen, beziehungsweise wie viel Zeit braucht man für das perfekte Bild für einen Post? Das kommt natürlich ganz auf das Model drauf an. Nein, Spaß. Es ist tatsächlich so, dass ich schon immer so um die, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 50 und 100 Bilder gemacht habe. Davon waren vielleicht 3 bis 5 verwertbar. Tatsächlich habe ich es häufig auch so gemacht, dass ich einen Tag mir in der Woche rausgesucht habe, wo ich ein Fotoshooting geplant habe. Ich hatte da auch mehrere Fotografen an der Hand, mit denen ich dann auch kooperationsmäßig zusammengearbeitet habe. Und da haben wir dann gleich so 2, 3, 4 verschiedene Outfits geshootet. Das heißt, ich hatte dann für 3, 4 Tage Bilder. Teilweise habe ich manche Outfits auch 2-mal hochgeladen, also ein Bild und dann nach einer Woche nochmal ein anderes Bild. Ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie viel Zeit man insgesamt für das perfekte Bild brauchte. Aber ich sag mal, wenn ich das jetzt zusammenrechne mit Outfit zusammensuchen, Bildbearbeitung, Bild aussuchen, Bild machen, das alles zusammen, würde ich sagen, mindestens 8 Stunden locker. Also das ist wahrscheinlich eher im unteren Bereich tatsächlich. So, muss ich mal hier weiter gucken. Unternehmen haben dich dann auch wegen deiner Zusammenarbeit angefragt. Was hat sich dadurch für dich geändert? Hast du dich dann als Influencerin gesehen? Also für mich hat sich tatsächlich dabei was geändert. Und zwar habe ich da so das erste Mal gemerkt, dass das, was ich mache, Anklang findet. Dass es Leute gibt, die das gut finden, was ich da tue. Unter anderem natürlich auch Unternehmen. Ich habe mich dadurch natürlich auch wichtig gefühlt, ganz klar. Je mehr Kooperationsanfragen ich bekommen habe und vor allen Dingen je mehr Kooperationsanfragen von großen Firmen, desto besser habe ich mich gefühlt. Aber natürlich auf der anderen Seite, auch die Kehrtseite der Medaille, desto mehr wollte ich auch. Also desto höhere Ziele habe ich mir gesteckt und das war natürlich dann letzten Endes auch so ein bisschen, das, was mich dann dazu gebracht hat, zu sagen, ich möchte das nicht mehr, weil immer mehr und immer besser, irgendwann reicht's. Also es geht nicht immer mehr und besser. Und als Influencerin gesehen habe ich mich tatsächlich, glaube ich, nie. Ich habe jetzt, glaube ich, nie irgendwie gesagt, ich bin Influencerin. Aber ich glaube, so der Knackpunkt war tatsächlich, was ich vorhin auch schon erwähnt hatte, so mit den 10.000 Followern, wo ich quasi so diese magische Grenze überschritten habe. Da war es dann wirklich so, dass mir wurde das bewusst, dass ich auch für Unternehmen interessant bin und da natürlich dann auch, wie gesagt, die ersten Kooperationsanfragen bekommen habe. Würdest du sagen, es hat deinen Charakter beeinflusst, positiv oder negativ? Das ist eine gute Frage. ich würde sagen, ja, definitiv. Also es gab schon auch die ein oder andere Situation, wenn ich mich irgendwie unberecht behandelt gefühlt habe, beispielsweise im Restaurant oder so, wo ich mich selber dann auch manchmal so ein bisschen ertappt habe und mir gedacht habe, so hey, weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich habe 40.000 Follower, ich tue hier einmal eine Story über dein Restaurant machen und dann kommen ein paar Leute nicht mehr, jetzt übertrieben gesagt. Deshalb, ja, in der Hinsicht hat es auf jeden Fall was geändert. Ich würde aber auch sagen, dass es mich in positiver Weise verändert hat, nachdem ich den Entschluss gefasst habe, dass ich es nicht mehr machen möchte. Und was ich noch auf die Frage sagen wollen würde, zum Thema positiv und negativ. Es gibt natürlich viele negative Seiten vom Influencer-Dasein. Es gibt aber auch positive. Und das möchte ich hier auch nochmal ganz klar hervorheben. Das, was ich auf jeden Fall aus der Zeit auch mitgenommen habe und was ich auf gar keinen Fall missen wollen würde,
sind die Mädels, die ich über Instagram kennengelernt habe. Unter anderem auch Influencerinnen, aber auch andere einfach Followerinnen, die mir immer wieder mal geschrieben haben oder ich habe denen geschrieben. Und so ist dann wirklich auch eine Freundschaft zustande gekommen. Mit den ein oder anderen habe ich mich dann irgendwann auch mal privat getroffen. Eine habe ich gerade vorhin schon gesehen, die ist sogar heute live dabei. Hallo Katha an der Stelle. deshalb, das würde ich auf gar keinen Fall vermissen wollen. Und da bin ich auch echt froh, dass ich diese Erfahrungen habe sammeln können. So, nächste Frage. Wie würdest du sagen, hat dein Influencer-Dasein auch dein soziales Umfeld beeinflusst? Ach, die Lisa, die greift mir immer die Fragen vor. Bevor ich sie lese, beantworte ich sie eigentlich schon. Ja, also wie gesagt, soziales Umfeld. Ich habe die ein oder anderen netten Mädels kennengelernt, mit denen ich auch heute noch befreundet bin. Es war allerdings auch so, das, was so mit am verrücktesten war, was mir teilweise auch ein bisschen Angst gemacht hat, war, als ich einmal feiern war und ein Typ auf mich zugekommen ist und meinte so, hey, du bist doch die und die, ich kenne dich aus Instagram. Und das war dann für mich der Moment so, okay, strange. aber ansonsten glaube ich, dass es mein soziales Umfeld nur in dem Sinne noch beeinflusst hat, dass die Leute, mit denen ich privat auch zu tun hatte, immer dafür herhalten mussten, Bilder zu machen. Die einen oder anderen haben das gern gemacht und denen hat es auch Spaß gemacht, aber es gab auch ein paar Leute, die es einfach nur nervig fanden und denen ich damit auch irgendwann wirklich auf die Nerven gegangen bin. Wie sieht so die Zusammenarbeit mit Firmen aus? Ja, ganz interessantes Thema. Tatsächlich war das so, dass früher, also wo ich angefangen habe, wie gesagt, die Firmen sich selber auch noch gar nicht ausgekannt haben mit den Kooperationen und wie das alles abläuft. Ich kann mich tatsächlich noch an meine erste Kooperationsanfrage erinnern. Da ging es, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Produkt es war, aber ich weiß noch ganz genau die E-Mail. Hey, wir haben das und das Produkt, hättest du nicht Lust, poste doch mal ein Bild, wenn du Bock hast. So. Jetzt übertrieben natürlich gesagt, war natürlich ein bisschen formeller geschrieben. Aber da war es halt wirklich, ich habe dann nur zurückgeschrieben, ja, hört sich gut an, schickt mal das Produkt zu. So. Und mit der Zeit und mit der Professionalität, die natürlich in Instagram, aber auch bei den Firmen Einzug bekommen hat, war es dann am Schluss tatsächlich so, dass manche Briefings, die ich von Firmen erhalten habe, auf Basis von einer Kooperation bis zu 11 Seiten lang war. Also da war wirklich alles festgelegt. Also wie ich das Produkt in Szene setze, wann ich poste, um wie viel Uhr, welche Hashtags ich verwende, welche Accounts ich verlinken muss, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf, welche Wortlaute ich verwenden muss und so weiter und so weiter. Also da war wirklich bis aufs kleinste Detail alles durchgeplant. Und das war auch mit einer der Gründe, warum ich mich irgendwann dagegen entschieden habe, weil es einfach auch mir keinen Spaß mehr gemacht hat, diese Einschränkung. Weil Influencer ja eigentlich auch davon lebt, deine eigene Kreativität mit einzubringen. Und das war bei manchen Kooperationen irgendwann gar nicht mehr möglich. So. Die große Geldfrage. Was hast du pro Beitrag von Unternehmen bekommen? Wie waren die Verhandlungen mit dem Unternehmen? Wie hoch war dein Monatseinkommen als Influencerin? Da muss ich ganz kurz dazu sagen, ich habe Influencerin als Beruf nie Vollzeit ausgeübt. Also ich habe das immer Teilzeit gemacht. Ich war nebenher Studentin oder habe auch als Werkstudentin oder Praktikantin gearbeitet. Also es war immer so ein bisschen Nebenjob für mich. Tatsächlich kommt es da auch ein bisschen darauf an, auf mehrere Parameter, nämlich zum einen, wie viele Follower hast du, wie ist deine Interaktionsrate, also das heißt, wie viele Likes kommen auf einen Beitrag von dir, wie viele Kommentare kommen auf einen Beitrag von dir, etc. Und dann ist auch noch ganz klar davon abhängig, wie die Kooperation aussieht. Bedeutet, lädst du einen ganzen Beitrag in deinem Feed hoch, was preislich viel, viel wertvoller ist, wie wenn du nur eine Story machst, die 24 Stunden sichtbar ist und dann nicht mehr. Mittlerweile durch die Stories, Highlights und so weiter und den Möglichkeiten, die Instagram geschaffen hat, ist das Ganze wieder so ein bisschen aufgehoben. Aber prinzipiell zählt es auch heute noch, dass Beiträge eigentlich immer wertvoller sind als Story-Posts. Manche Kooperationen haben auch beides beinhaltet. Und ja, wie gesagt, das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber um deine Frage so ein bisschen zu beantworten und Zufriedenheit zu schaffen, also ich habe im Durchschnitt mit einem Post, also wirklich einem Bild im Feed posten in meinem Verlauf, habe ich um die 500 Euro verdient. Sind die Hashtags auf Instagram tatsächlich so relevant? Wurde diese bewusst gewählt?
Da streiten sich tatsächlich die Geister so ein bisschen. Es gibt viele Wissenschaftler, sage ich mal, die sagen, ja, die sind super relevant, weil dadurch wird deine Reichweite erhöht. Wiederum andere sagen, dass Instagram das so ein bisschen gestoppt hat, weil es Überhand genommen hat. Es gab Zeiten, da hast du 30 Hashtags gemacht, weil dadurch dein Beitrag einfach weiter gestreut wurde. Mittlerweile gibt es da, glaube ich, auch wieder Beschränkungen oder man munkelt, dass es Beschränkungen gibt. Das wurde, glaube ich, soweit ich weiß, nie offiziell bestätigt von Instagram. Aber ja, Hashtags spielen definitiv eine Rolle, weil es mittlerweile auch die Suchfunktion nach Hashtags gibt. Das heißt, wenn du diesen Hashtag verwendet hast, wird dein Beitrag auch angezeigt, wenn jemand gezielt nach diesem Hashtag sucht. Deshalb ja, definitiv relevant. Wie viel und in welchem Umfang, da lässt sich, glaube ich, tatsächlich drüber streiten. Meine vor allem, welchen Einfluss hat es auf deine Freundschaft oder Partnerschaft? Ja, also tatsächlich war das so, gerade zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich einen Freund, den hat das sehr genervt. Es waren tatsächlich auch Streitthemen deswegen, wo ich persönlich das nicht so nachvollziehen konnte, weil ich mir halt gedacht habe, hey, das sind doch nur ein paar Bilder, hab dich mal nicht so. Jetzt im Nachgang kann ich es schon nachvollziehen. Ich glaube, mich jetzt auch irgendwann genervt. Und Freundschaften, wie vorhin auch schon ein bisschen erwähnt, es gab schon die ein oder andere Freundin, die gesagt hat, so, hey, jetzt, ich habe keine Lust, jetzt noch Bilder zu machen. Aber in Freundschaften, würde ich sagen, waren eigentlich fast alle super verständlich und haben das auch gerne gemacht und haben dann immer gemeint, ja, verlinkt mich, dann kriege ich auch ein paar Follower. Genau. Hast du deine Reichweite auch mal für gesellschaftliche Themen benutzt? Zu meiner damaligen Zeit tatsächlich nicht, muss ich eingestehen. Das hatte ich irgendwie einfach nicht so auf dem Schirm. Aber ich muss sagen, jetzt im Nachgang habe ich das tatsächlich dann schon gemacht. Also eben gerade meine Story, die ich zu erzählen habe, verbreite ich aktiv, hauptsächlich an Schulen. Um da einfach so ein bisschen die Sensibilität zu dem Thema zu schaffen, um auch gerade der jüngeren Generation das Ganze so ein bisschen näher zu bringen, was das eigentlich heißt, Influencer zu sein und was steht dahinter und vor allen Dingen auch, was steht hinter den Werbeaktionen von Influencern. Welche Rolle spielen Apps zur Evaluation bei Instagram? Genau, das habe ich ja tatsächlich auch schon vorhin kurz angeschnitten. Es gibt natürlich verschiedene Apps. Mittlerweile gibt es das sogar auf Instagram selbst. Die Insights nennen sie sich, wo man ganz genau nachvollziehen kann, zum einen natürlich, wie viele Follower man hat, aber zum anderen auch, wie viel Prozent männlich, wie viel Prozent weiblich, aus welcher Region kommen die. Kommen die aus Deutschland, aus Italien oder sonst wo? Und man kann auch ganz genau nachvollziehen, wann die meisten Follower online sind. Das ist auch noch ein ganz, ganz großer Punkt, der vor allen Dingen auch bei den Unternehmensbriefings teilweise sehr wichtig war. Am Schluss, um nochmal ganz kurz auf die Briefings zurückzukommen, es fällt mir gerade ein, war es auch so, dass man die Insights von meinem Account musste man quasi dem Unternehmen schicken, damit die quasi auswerten können, wie gut deine Resonanz ist. War es komisch für dich, als plötzlich die ganze Aufmerksamkeit bzw. Bestätigung weg war? Gute Frage. Ich muss ehrlicherweise sagen, nee, war es nicht. Weil irgendwie, nachdem ich diesen Schritt gegangen bin und den Account gelöscht habe, war ich so froh, einfach mal Zeit für mich zu haben und nicht dauernd diesen Druck zu haben. Ich muss noch ein Bild hochladen, ich muss noch das machen, ich muss noch darauf antworten, ich muss selber noch kommentieren, ich muss noch liken, etc. Deshalb war mir das in dem Moment wirklich, wirklich egal. Natürlich mit der Zeit, manchmal denkt man sich dann schon so, ja, wäre schon ganz cool, mal wieder zu machen. Aber in dem Moment war ich einfach nur glücklich, dass ich diesen Schritt gegangen bin. So, jetzt habe ich tatsächlich alle Fragen beantwortet. Das waren jetzt echt viele. Ich bin echt happy, dass da so viele Leute dran teilnehmen. Jetzt warte ich mal noch ganz kurz, ob noch eine andere Frage kommt. Also wenn jemand von euch noch Fragen hat, immer her damit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt habe ich ganz trockenen Mund vom vielen Reden. Zum Abschluss, okay. Denkst du, es gibt eine Gier nach Likes?
Ich würde diese Frage definitiv mit Ja beantworten, weil ich glaube, also ich habe das zum einen natürlich ja, wie auch vorhin schon erwähnt, selber erlebt. Zum anderen würde ich aber auch sagen, dass alle, die in diesem Bereich unterwegs sind, es allen wichtig ist, wie viele Likes sie haben. Weil anhand dessen werden sie ja auch gemessen und anhand dessen haben sie natürlich auch gute Aufträge oder eben nicht so gute Aufträge mit Firmen. Deshalb glaube ich definitiv, ja, es gibt eine Gier danach. Und das habe ich, glaube ich, vorhin noch gar nicht erwähnt. Bei mir war es tatsächlich dann auch so, wenn ich ein Bild gepostet habe, das beispielsweise dann 100 Likes weniger hatte als das Bild davor, dann habe ich mich gleich gefragt, so, oh Gott, ist das Bild nicht so gut? Gefällt es nicht? Warum? Weshalb? Ist die Bearbeitung nicht so gut? Sehe ich nicht so gut aus? Gefällt das Outfit nicht? Oder was eben auf diesem Bild zu sehen ist? Also man hat dann gleich angefangen, Dinge in Frage zu stellen. Und deshalb glaube ich, ja, also diese Gier danach und dann letztendlich auch die Anerkennung, die man dann dadurch bekommt, da ist definitiv, also die Frage ist definitiv mit Ja zu beantworten.